Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Das Interesse an einem Studium in Nordrhein-Westfalen ist ungebrochen hoch. Das finden wir als Grüne Fraktion sehr gut, gerade auch wenn die Menschen von weit her zu uns kommen, aus der ganzen Welt. Die Internationalisierung der Hochschulen ist ja ein guter Weg, und wir hoffen, da werden wir im weiteren Verlauf dieser Debatte sicherlich noch drüber sprechen, dass internationalen Studierenden dann doch keine Steine in den Weg gelegt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aktuelle Prognosen, wenn man sich die Schülerzahlen anschaut, lassen erwarten, dass die Nachfrage nach Studienplätzen auch länger hoch bleiben wird. Und wir Grüne wollen, dass Menschen, die studieren möchten und die das Talent dafür mitbringen, auch in unserem Land studieren können. Dafür brauchen wir genug Studienplätze und eine auskömmliche Hochschulfinanzierung. Dafür stellen wir heute diesen Antrag. Denn der Hochschulpakt endet 2020 am 31.12., also bedarf es ab 2021 einer neuen Vereinbarung von Bund und Ländern für zusätzliche Studienplätze. Wir fordern einen dauerhaften Hochschulpakt, der die Hochschulfinanzierung auf eine verlässliche Basis stellt, und weil das dann eben die nächste Stufe sozusagen der Ausbauherausforderung ist, der dann auch Masterstudienplätze finanziert. Die Mittel pro Studienplatz müssen endlich auf OECD-Niveau angehoben werden, damit auch die Qualität ausreichend gewährleistet werden kann. Deshalb fordern wir die Landesregierung auf, Frau Ministerin, setzen Sie sich gegenüber der Bundesregierung dafür ein, dass es so kommt. Eine Bundesregierung, die eine echte Bildungsrepublik schaffen und die richtigen Weichen für die Zukunft setzen will, die muss auch ausreichend in unsere Kindertagesstätten, Schulen, die berufliche Ausbildung und unsere Hochschulen investieren. All diese Bausteine in der Bildungskette sind kein Gegensatz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schauen wir uns an, wer ist da in dieser Forderung auf unserer Seite. Professor Hippler, Herr Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, erklärte ja kürzlich, Parlament, Zitat, Parlament und Regierung müssen dringend den Knoten zerschlagen. Das Ungleichgewicht der Entwicklung von Hochschulmitteln, Studienanfängerzahlen von Grund- und Drittmitteln beseitigen. Ohne eine Mitwirkung des Bundes geht es nicht. Das ist eine gute, richtige Position. Die Antworten von CDU und CSU auf die Wahlprüfsteine der Hochschulrektorenkonferenz zeigen aber, dass es für sie nur ein Weiter-so gibt, beim Hochschulpakt sogar einen Rückschritt. Denn was soll es denn heißen, wenn da geschrieben wird, Qualität geht vor Quantität? Das heißt doch, sie planen im Zweifelfall weniger Studienplätze als bisher zu finanzieren, statt mehr, die wir dringend brauchen. Und wir Grüne fordern eine ausreichende Zahl an Studienplätzen und eine gute Qualität. Und auch auf Landesebene müssen Sie aktiver werden. Mit dem Hochschulzukunftsgesetz wurde die Landesregierung in der letzten Legislatur ja beauftragt, ein neues Finanzierungssystem für die Hochschulen auf den Weg zu bringen. Es dürfen nicht länger Hochschulen vernachlässigt werden, weil es irgendwelche historisch gewachsenen Gründe gibt, weil sie irgendwann mal Gesamthochschule hießen oder ähnliche Sachen. Und lassen Sie dann auch ab von falschen Anreizen. Die leistungsorientierte Mittelvergabe gehört endgültig begraben. Sie hat zu Fehlanreizen und Ungleichgewichten geführt. Sie müssen dafür sorgen, dass es an den Hochschulen nicht nur gute Studienbedingungen, sondern auch gute Beschäftigungsbedingungen für das gesamte Hochschulpersonal gibt. Helfen Sie den Hochschulen, verlässliche Karrierewege für den wissenschaftlichen Nachwuchs zu schaffen, auch abseits der Professur. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich abschließend noch zu einem Punkt kommen, den ich Ihnen, das hatte ich angekündigt, nicht ersparen kann und nicht ersparen möchte. Der Senat der Universität zu Köln hat sich vor wenigen Tagen klar gegen die Pläne von CDU und FDP zur Einführung von Studiengebühren für Nicht-EU-Bürgerinnen und Bürger ausgesprochen. Die Einnahmen, die sich das Land durch die Gebühren erhoffte, die stünden in keinem angemessenen Verhältnis zu den befürchteten Schäden für die Universität. Das gilt an ganz vielen anderen Hochschulen auch. Da haben wir ganz viele Hochschulen, ganz viele Rektoren auch auf unserer Seite. Wir fordern Sie deshalb auf, lassen Sie ab von diesen Plänen, machen Sie das Richtige und Gerechte, dynamisieren Sie die Qualitätsverbesserungsmittel, nehmen Sie zusätzliche Landesmittel in die Hand, um die Studiengebühren weiter zu verbessern, und setzen Sie nicht die Internationalität des Studienlands Nordrhein-Westfalen aufs Spiel. Und wenn Sie diesen Rat nicht von mir entgegennehmen möchten und diese Aufforderung nicht von mir entgegennehmen möchten, dann hören Sie auf die Kritiker in Ihren eigenen Reihen.
Kollege Nacke ist ja in der Sommerpause durch die Presse gegangen, aber auch der Innovationsminister Pinkwart hat sich ja deutlich ausgesprochen für eine stärkere Beteiligung des Bundes an der Finanzierung. Warum sagt er das? Weil er die Erfahrung gemacht hat, dass er als Studiengebührenminister gescheitert ist und deshalb jetzt dringend auch Sie auffordert, diesen Weg der Studiengebühren zu verlassen und über eine gemeinsame Verantwortung von Bund und Ländern zu einer gerechten und auskömmlichen Finanzierung zu kommen. Ich danke Ihnen.